So, dann können wir fast anfangen. Applaus von nebenan bedeutet auch, vielleicht kommen gleich noch ein paar Leute rein. Als ich diesen Vortrag eingereicht habe, war die Zielgruppe eine andere. Damals war ja noch so ein bisschen die Vorstellung, dass hier ganz viele andere NGOler zur SIGINT kommen und sich mal über das Internet informieren wollen. Ich glaube, ihr kennt das Internet alle, ne? Also deswegen habe ich auch ein bisschen umgeschmissen, so, also die ganzen Basic-Sachen mal rausgetan. Ich muss euch ja nicht erklären, was ein Weblog ist oder sonstige, sondern, ups, Hilfe. Ja, ich wollte, oder der Talk ist jetzt in etwa so geplant. Ich gebe so einen kleinen Einblick in die Geschichte von netzpolitik.org, zeige, wie wir die verschiedensten Sachen so im Netz nutzen, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Das ist Ralf Benrath, der steht nicht im Programm, aber gehört dazu, also sowohl zum Talk als auch zu Netzpolitik.org. Vielleicht kommt der Wetterfrosch gleich noch vorbei. Ja, der gehört auch dazu, also zum Blog. Ja, und dann habe ich eigentlich eher Lust, das Ganze so ein bisschen in eine Diskussion zu bringen. Ich kann natürlich auch jetzt nur 60 Minuten lang mit drei, vier durchlabern, aber ich würde mich auch mal über euer Feedback freuen oder Anregungen, was man noch so machen könnte, Ideen, wo ihr vielleicht keine Zeit für habt, aber vielleicht könnten wir es ja machen. Achso, ja, na gut, ja, aber also können wir später darüber diskutieren. So, jetzt hier vorne sind noch Plätze frei. Super, das ist ja total ruhig. Ja, ich würde mich auch am liebsten setzen, aber irgendwie ist das, ja, nee, ich glaube, das ist ein bisschen blöd, wenn ich, oder? Stört es irgendjemanden? Na, ihr seht da nichts mehr, ne, wenn wir hier vorne in der Ecke irgendwie sitzen. Ja, deswegen, ja, komm. Die Kamera kann ruhig irgendwie weiter darauf zeigen. Okay, dann fangen wir mal an. Ja, ich bin Markus Beckedahl, steht da. Wer kennt netzpolitik.org? Na gut, dann fragen wir mal lieber, gibt es hier jemanden, der es nicht kennt? Ja, super. Ja, naja, herzlichen Glückwunsch. Aber tut mir leid, dass ich jetzt nicht nochmal weit aushole. Ja, netzpolitik.org ist ein Blog und eine Plattform. Sieht so aus. Haben wir. Oder ich habe das Ganze mal 2002 gestartet. Damals habe ich schon mit Ralf zusammen Netzpolitik gemacht. Damals im Rahmen des UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft. 2003? Nee, schon die Vorbereitung. Genau. Na gut, 2002, 2003 irgendwie, also vor ein paar Jahren. Damals hatte ich die Domain. Ich wollte von den Vorbereitungskonferenzen zu diesen UNO-Weltgipfeln berichten, die in Genf meistens stattfanden. Und wir sind da halt immer hingereist. Und also Ralf mehr als ich. Ich habe meistens keine Fahrtkosten organisiert bekommen. Und ich brauchte halt eine Software oder eine Möglichkeit, einfach was zu publizieren. Damals gab es zwar schon Blogs, aber ja, ich wusste nicht, was ein Blog ist. Ich wollte halt einfach nur ein Content-Management-System haben, was ja, mir ermöglichte, einfach Texte irgendwie reinzustellen, ohne HTML noch dazu zu packen. Und da bin ich auf eine Software namens Nucleus gestoßen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt. So eine japanische freie Software, Blog-Software. Vorläufer von WordPress oder einer der Vorläufer. Und habe einfach angefangen, ja, so tagebuchmäßig von Genf und so weiter zu berichten und rund um Softwarepatente. Was damals auch eine Debatte war, aber das fand dann in Brüssel und Straßburg statt. Und das ist dann aber irgendwann wieder eingeschlafen. So las halt keiner. Ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr und andere Sachen gemacht. Und die jetzige Version habe ich 2004 nochmal gestartet, damals mit einem WordPress. Und die Idee war einfach, die ganzen Informationen, die ich eh hatte rund um Netzpolitik, die ich jeden Tag aufgesammelt habe, zu aggregieren und wiederum anderen zur Verfügung zu stellen. Also ich habe das früher ab 98, 99 auf Mailinglisten gemacht. Ich habe die ganze Zeit Artikel, die ich gefunden habe, über Mailinglisten geschickt, so, um halt die da zu archivieren.
Und eigentlich war die Idee, oder ich hatte mir das immer so vorgestellt, naja, wenn da jeder auf der Mailingliste mitmacht, dann haben wir eine riesige Wissensdatenbank, und das wäre super. Aber nach so ein paar Jahren war ich ein bisschen frustriert, weil ich immer nur die ganzen Artikel irgendwie schickte. Und so mit so einer Blog-Software war es auf einmal ganz einfach, die ganzen Sachen zu aggregieren. Am Anfang war es halt so, ja, wie Fefes Blog, einfach also irgendwas verlinkt und einen kurzen Kommentar dazu. Mittlerweile ist es halt ja eigentlich zu einer Plattform geworden. Ja, es ist immer schwierig zu sagen, was es jetzt ist. Ja, irgendwie haben wir so eine komische Formulierung in der Über-uns-Seite. Netzpolitik.org ist ein Blog und eine Plattform für Offenheit im digitalen Zeitalter oder so ein Zeug. Ja, also das wissen wir. Ja, kannst ja auch ändern. Mir ist auch noch nichts Besseres eingefallen. Und ich werde auch immer gefragt, ja, was ist jetzt, worüber schreibt ihr? Und ich sage ja, Netzpolitik. Ja, aber was ist denn das? Und dann, ja gut, versuche ich mal so zu sagen, also eigentlich geht es darum, wie die Politik das Internet verändert und wie das Internet die Politik verändert. Wenn man hier also rechts sieht, wir haben eine riesige Tech-Wolke mit Schlagwörtern. Da werden nur die 100 meistgenannten angezeigt. Das Themenspektrum ist halt äußerst vielfältig. Netzpolitik hat verschiedene Elemente. Das ist halt sozusagen das Blog, chronologischer Aufbau. Stehen Texte in der Regel drin, aber auch andere Inhalte. Es gibt noch eine andere Sache. Wir haben Netzpolitik-Podcast. Podcast muss ich, glaube ich, auch nicht erklären. Nee, ne? Sowas wie Chaos Radio Express. Da haben wir mittlerweile 75 Folgen. Da ist das Konzept eigentlich so: Ich habe ein Aufnahmegerät und immer, wenn ich irgendwelche interessanten Leute treffe, stelle ich so lange Fragen, bis mir nichts mehr einfällt. Und dann drücke ich auf Speichern und lade das Teil hoch und dann ist ein neuer Podcast fertig. Und da ist auch eher so auch die Konzeption also teilweise gehen die halt nur 10 Minuten, wenn man jemanden nur mal ganz kurz zwischen Tür und Angel bekommt. Manchmal gehen die auch wieder 2 Stunden lang, wie hier der zur Kultur-Flatrate. Und die Idee ist auch, Menschen, die was zu sagen haben, mehr Raum zu geben, als wenn man sie kurz zitiert. Also diese üblichen 15 Sekunden Ruhm durch irgendwie jemand erzählt irgendwas. Da ist natürlich das Problem, tiefe Inhalte kommen darüber oder Argumentationen kommen da nicht wirklich drüber. Aber wenn man mit jemandem mal so 1, 2 Stunden lang über irgendwas erzählt, hat man so quasi eine ganze Menge Hintergrundinformationen. Und ich kriege immer das Feedback, dass die Leute das beim Spülen hören oder beim Aufräumen oder manche hören es auch beim Bahnfahren. Und gewisse Podcasts sind halt quasi ja so eine Hintergrundreferenz, wenn man sich für ein Thema informiert oder über ein Thema informieren will. Das Ganze haben wir auch noch als Videopodcast. Da fehlt aber, glaube ich, jetzt gerade irgendwie das Flash-Dingens. Ja, ich glaube, ich habe einen Screenshot gemacht, da funktionierte mal wieder Flash nicht. Ich bin da so ein bisschen leidgeplagt mit meinem Browser und Linux. Die Idee von Netzpolitik TV ist halt ja eigentlich dasselbe wie der Audio-Podcast. Ich mache Video-Interviews. Die sind in der Regel kürzer. Bietet sich natürlich an. 2 Stunden Video-Interview guckt sich kaum einer an. Also mache ich auch nicht, also sehr selten. Aber es gibt halt nette Tools oder kleine Kameras, wo man direkt irgendwie MP4 mit aufzeichnen. Die kann man dann auf YouTube hochstellen und die Arbeit ist halt relativ wenig. Also Zeitaufwand und so weiter. Aber man hat einen eigenen Fernsehsender. Also als ich klein war, wollte ich mal einen Fernsehsender haben. Jetzt ist das möglich. Könnt ihr auch machen. Ist ganz einfach. Das sind also so die Hauptelemente. Angedacht ist noch mal eine Kampagnenplattform dahinter zu packen. Da ist das Problem, da fehlen uns technische Ressourcen. Also wenn ich mich jetzt die ganze Zeit damit beschäftige, irgendwie sowas zu programmieren, dann könnte ich nicht mich um Netzpolitik kümmern. Aber naja, mal gucken, vielleicht kriegen wir das mal irgendwann hin. Es gibt noch ein Wiki, das hat gerade irgendwie einen leichten technischen Bug. Ich weiß auch nicht, warum das so langsam ist, aber theoretisch ist es da, netzpolitik.org/wiki. Und es gibt natürlich noch verschiedene andere Elemente. Hier, das ist Twitter, ein Twitter-Kanal namens Netzpolitik. Twitter ist eigentlich eine sehr sinnvolle Ergänzung von Blogs. Viele sagen, Blogs sind tot, wir haben jetzt Twitter. Ich halte davon dieser These nichts, weil ich finde es immer noch cooler, mehr als 140 Zeichen Platz zu haben in einem Blog.
Und vor allen Dingen, einer der Nachteile von Twitter ist die Echtzeitkommunikation, einer der Vorteile von Twitter ist die Echtzeitkommunikation. Also, wenn ich jetzt was twittere, dann kriegt ihr das alle irgendwie gleich mit, wenn ihr auch irgendwie gleich mal Twitter checkt. Aber wenn ich jetzt was twittere, dann ist das morgen für euch eigentlich gar nicht mehr erkennbar, es sei denn, ihr folgt nur mir. Aber in der Regel folgt man ja verschiedenen anderen Menschen und das heißt, chronologisch kommen da immer neue 140 Zeichen, Botschaften an und dann verschwinden die älteren irgendwo. Aber als Ergänzung ist es halt prima, während halt Netzpolitik.org als Blog quasi von ziemlich vielen Leuten gelesen wird, die da auch kommentieren und so weiter, dauert es aber teilweise eine Zeit lang, bis so gewisse Diskussionen auftauchen. Gleichzeitig nur kann ich Twitter nutzen, um auf diese Artikel dann oder Diskussionen hinzuweisen. Ich kann aber auch Twitter oder einen Twitter-Kanal nutzen, um einfach mal jetzt auf bestimmte Artikel woanders hinzuweisen, für die es jetzt sich nicht mehr lohnen würde, irgendwie kurz einen Blog-Eintrag zu machen. Ich kann auch sehr schnell Feedback einholen, das finde ich eigentlich prima. Also wenn ich in meinem Blog schreibe, brauche Feedback, dann dauert es immer viel länger, als wenn ich auf Twitter mal frage, zum Beispiel, ich interviewe jetzt gleich XY, hat jemand eine Frage? Und da brauche ich mir eigentlich vorher gar kein Konzept mehr zu machen, weil innerhalb von 10 Minuten habe ich so viele Fragen, ist halt die halbe Arbeit erledigt. Das ist halt sehr spannend. Ja, auf jeden Fall, von der Verbreitung her ist Twitter sehr prima. Also, @Bendrad ist jetzt neben mir. Ja, vielleicht kurz zu Twitter. Also beim Blog netzpolitik.org ist, glaube ich, den meisten Leuten inzwischen dann doch klar geworden, dass das nicht nur Markus ist, der da schreibt, sondern auch noch ein paar andere Leute, ne? Früher ist mir das öfter passiert, dass ich irgendwas geschrieben habe. Das wurde dann auch weiter verlinkt und wir kriegten die Trackbacks und sahen dann, oh, da behauptet jemand, das wäre ein Text von Markus. Dabei habe ich den doch geschrieben. Inzwischen wissen das, glaube ich, die meisten. Aber bei Twitter ist das dann doch so eine komische Sache. Das ist eigentlich mit Markus irgendwie als Person verknüpft. Du hast ja auch das Bild da mit deinem Gesicht drauf. Oder ist das ein alter Screenshot? Ah, okay. Und Markus war jetzt letztens nach der Republika erstmal 3 Wochen im Offline-Urlaub, was er sich, glaube ich, echt noch verdient hatte. Und dann haben Wetter und ich in der Zeit die Urlaubsvertretung bei dem Twitter-Account gemacht. Und da mussten wir halt erstmal irgendwie ein neues Bild hochladen, damit die Leute nicht immer denken, das ist Markus. Und viele haben dann auch erst nach ein paar Tagen verstanden, dass es irgendwie jetzt da 2 andere Leute gibt, die twittern. Jetzt ist es wieder Markus. Also sozusagen, der Twitter-Account ist so ein bisschen so ein komisches, irgendwie dann doch noch stärker an dich gebunden als das Blog. Ne, so. Aber irgendwie probieren wir dann auch mal ein bisschen rum. Es gibt dann halt auch irgendwie mal eine Urlaubsvertretung und so. Genau, wahrscheinlich war das auch die erste Twitter-Urlaubsvertretung in der Geschichte von Twitter. Das Wort gab es vorher noch nicht bei Google, ich habe das mal gecheckt. Ja, also Twitter, wer nutzt von euch Twitter? Ja, es sind ja mehr als letztes Jahr. Oder, ja, Identica ist auch super, funktioniert aber nicht so gut irgendwie mobil. Deswegen nutze ich eher Twitter. Ja, auf jeden Fall, Twitter hat eine sehr schnelle Verbreitung gefunden und im Gegensatz zu anderen Hypes im Netz ist es auf jeden Fall eine Technologie, die gekommen ist, um zu bleiben. Also Second Life war ein Medienhype, Twitter ist ein Medienhype, aber im Gegensatz zu Second Life kann man hiermit was Sinnvolles anstellen. Es ist auch sehr spannend. Also ich warte darauf, dass mal die Handys ein bisschen cooler werden, dass man halt Kameras und so weiter mal drin hat, die auch den Namen Kamera verdienen. Dass man halt ja eigentlich live auf Sendung gehen kann und das dann, also es gibt so Plattformen wie Quick oder Kite.tv, da kann ich dann einfach quasi einen Video-Livestream von irgendwo senden, kann das dann automatisch den Link zu diesem Livestream, der im Netz halt übertragen wird, über Twitter versenden und kann halt gleichzeitig auch über so eine Art Chat-Software interagieren. Und ja, das wird dann wirklich spannend, wenn man das halt im politischen Alltag einsetzen kann, wenn ich im Bundestag bin und skurrile Situationen erlebe und dann einfach live auf Sendung gehe. Und bisher muss ich das dann aufzeichnen, dann muss ich nach Hause, dann muss ich irgendwas hochladen und so weiter. Und das dauert halt immer recht lange. Oh, 20 Minuten schon um, dann beeile ich mich mal. Na gut. Wir haben einen YouTube-Kanal. YouTube ist natürlich auch immer die Frage, kann man YouTube nutzen, ja oder nein? Ne? Also so Google, ich mache es einfach. Hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist natürlich, wenn ich auch YouTube-Videos bei mir einbinde, dann werden Cookies rüber nach USA geschickt. Ja, das ist halt so eine Frage. Andererseits ist es halt sehr sinnvoll. Man kriegt sehr schnell Informationen oder ja, bewegte Bilder verteilt. Und eigentlich das Killer-Feature von YouTube ist die Embed-Funktion.
Also, dass man halt mit Copy and Paste innerhalb von einer halben Minute, wenn man ein bisschen trainierter ist, schafft man es auch irgendwie in 10 Sekunden, irgendwie das YouTube-Widget einfach nehmen kann und den Code in sein eigenes Blog einbinden kann und schon hat man sozusagen an der zweiten Stelle im Netz dasselbe Video. Wir stellen einerseits unsere eigenen Videos auf YouTube. Ja, es gibt halt diese 10-Minuten-Begrenzung, aber was halt viel spannender ist oder was viel praktischer ist, man kann da einfach irgendwelche Sachen aus dem Fernsehen hochstellen. Weil wenn ich die Sachen einfach auf meinen Blog stelle, so als MP4-Datei und so weiter, dann kann ich abgemahnt werden. Aber wenn ich es bei YouTube hochstelle, dann müssen die Fernsehsender sich erstmal irgendwie mit einem Schreiben an YouTube wenden und dann muss YouTube das prüfen und so weiter. Also mir ist bisher noch nie passiert, dass halt einer dieser Fernsehberichte auch tatsächlich runtergenommen wurde. Also sozusagen, man kann das Rechtliche halt ein bisschen outsourcen. Und es ist halt sehr sinnvoll. Also wir hatten jetzt letzte Woche, es war diese Woche, Mittwoch hat ZAP zum Beispiel über die Internetsperrung und die ganze Sensosela-Debatte berichtet. Und es hat echt lang gedauert. Wir saßen da 2 Stunden lang davor und warteten immer nach dieser Sendung, die halt um 23.15 Uhr ist, bis es dann endlich mal online gestellt hatten. Und dann konnte man sich das ziehen. Also war auch nicht so ganz einfach, aber man konnte halt dann das Flash ziehen und dann sofort wieder auf YouTube hochpacken. Und man hatte dann endlich ein Video, was man halt tatsächlich durch die ganzen Blogs distributieren konnte. Und normalerweise guckt halt keiner ZAP und ich kann mir vorstellen, dass mittlerweile mehr Leute ZAP oder den Bericht im Internet geguckt haben als vom Fernseher. Und das war halt dann für uns auch wiederum praktisch von unseren öffentlich-rechtlichen Geldern, die wir finanzieren über GEZ-Gebühren und so weiter, wurde da ein toller 10 Minuten Zusammenfassung über Zensosela gebracht, was ja wir dann einfach weiterverteilen können. Ob wir nur Sachen hochladen, die schon im Internet verfügbar sind. Nee, das Spannende ist ja, wenn man Sachen hochlädt, die noch nicht verfügbar sind. Also es gab mal einen Fall, da unten sieht man irgendwie ARD-Kinderreporter befragen Politiker über, was ist ein Browser und so weiter. Das war so vor 2 Jahren. Das habe ich aus dem Umfeld der Redaktion damals zugeschickt bekommen, weil die nicht in der Lage waren, den ARD-Morgenmagazin-Artikel, also den Beitrag irgendwie online zu bringen, weil die dafür keine technische Infrastruktur hatten. Und es war ihnen halt klar, das braucht ein paar Tage und einen Haufen Bürokratie, bis das Video online ist. Und dann ist es mir halt zugespielt worden und ich konnte es halt online stellen. Und das haben dann halt, ich glaube, mittlerweile 500.000 Leute insgesamt gesehen. Also ist natürlich besser, wenn man einfach was Neues raufstellt, weil sonst muss ich mir gar nicht die Arbeit machen, irgendwas hochzuladen, weil wenn es schon irgendwo oben ist, brauche ich einfach nur Copy and Paste machen. Na gut, auf jeden Fall ist es der YouTube-Kanal. Sehr praktisch. Das war hier dieses Kinderreporter fragen Politiker nach dem Internet. Das war echt ein bisschen bizarr. Also die arme Frau Zypris, benutzt ja selbst einen Computer. Wurde auch schon mal irgendwie zuletzt irgendwelche geklaut. Aber die war halt ein bisschen verwirrt, von so einem 7-jährigen Kind gefragt zu werden, was ist ein Browser, und konnte damit gerade nichts anfangen. Und die bisher ihr Lebensende wird sie wahrscheinlich immer auf diese, was ist denn ein Browser, angesprochen. Wir haben mal angefangen, irgendwann so uns kleine Aktionen auszudenken, weil es ist ja immer schön und gut, wenn man über Netzpolitik informiert und ihr alle kurz vor der Paranoia steht, weil alles so schlecht ist. Aber wir versuchen ja auch, die Leser zu motivieren, selbst was zu tun. Und natürlich haben die meisten von euch wahrscheinlich bessere Qualifikationen, als mit Politikern zu sprechen. Ich kann dafür nicht programmieren oder sonstige Sachen. Oder ihr seid nicht in Berlin wie wir. Also gucken wir halt immer, wie kann man kleine Aktionen machen, um euch irgendwas in die Hand zu geben, dass ihr irgendwie euch engagieren könnt, vom Computer aus. 2006 haben wir hier mal die Aktion gemacht, damals gab es die Debatte um SWIFT, also dass halt unsere ganzen internationalen Kontobewegungen über die USA geroutet werden. Und da haben wir halt so ein Musteranschreiben gemacht und gesagt, hey, schickt das einfach mal eurer Bank und fragt mal nach, ob das auch mit euren Daten passiert. Und das haben tatsächlich damals irgendwie 30, 40 Leute mitgemacht, also das konnten wir so an den Antworten wiederum zählen, die halt dann die Antworten von ihren Banken eingeschickt haben. Und wir haben, das wollen wir eigentlich noch ein bisschen ausbauen, deswegen auch die Idee so einer Kampagnenplattform. Wir haben letzte Woche die Aktion gestartet, ruft mal Politiker an. Und das hat ziemlich eingeschlagen, wie ich so über verschiedene Kanäle aus dem Bundestag erfahren habe. Es gibt nämlich gerade die Diskussion rund um das Bundesdatenschutzgesetz.
so ein Running Gag, möchte man irgendwie Datenschutzrechte erhöhen, aber naja, da sind so viele wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel, also im Endeffekt wird das wahrscheinlich eher Datenschutz einschränken, wenn es dann jetzt mal fertig diskutiert ist. Und eine große Diskussion ist da das sogenannte Listenprivileg. Also es geht um die Frage, dürfen Firmen weiterhin unsere Adressdaten einfach untereinander verkaufen oder soll das verboten werden? Also müssen sie uns immer fragen, wenn sie unsere Adressen verkaufen wollen. Und eigentlich meinte die Regierung, naja, das wollen wir jetzt mal kippen. Also wir müssen immer gefragt werden, ob unsere Daten verkauft werden dürfen. Und da hat die Direktmarketing-Lobby so massiv Lobbying gemacht, dass halt die Große Koalition mal wieder umfällt, wie meistens in solchen Fällen. Und wir haben halt aufgerufen, bei Herrn Wolfgang Bosbach anzurufen, den CDU-stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, der zuständig für diese Debatte ist. Und halt mal zu artikulieren, dass man halt für die Abschaffung des Listenprivilegs ist. Und wir haben dem halt mehr als 2 Tage lang sein Telefon blockiert. Und das war... lustigerweise kam dann die ganze Direktmarketing-Lobby bei mir in den Kommentaren am Rumtrollen. Die fanden das überhaupt nicht lustig, dass wir ihre ganzen Aktionen störten, warfen uns fehlendes Demokratieverständnis vor. Und das wurde immer total absurder. Teilweise wurden wir auch schon da als Terroristen bezeichnet, so dass wir halt einfach gesagt haben, hey, Demokratie, mach mit. Da ist jetzt die Idee, gestern habe ich einen getroffen, der meinte, er schreibt mir ein Widget, dass wir halt mal ab nächste Woche auch rund um diese ganze Zensursula-Sache so ein Widget haben, wo ich sagen kann, okay, Politiker des Tages ist XY, hier ist deine Telefonnummer, wir rufen jetzt mal an. Und wenn das halt genug Leute auf ihre Blogs einbinden, so als Banner, können wir das immer zentral steuern und dann mal immer so rumgucken, wen haben wir lange nicht mehr angerufen. Dann hat man immer so ein Bild und die Telefonnummer und Thema ist XY und dann einfach mal schauen, was passiert. Ne? Wenn jemand langweilig ist und liest irgendwo, heute rufen wir den mal an, dann kann man ja mal kurz anrufen. So. Also mit solchen Aktionen experimentieren wir ein bisschen rum. Ja, hier war noch eine andere Sache, da haben wir mal einen Haufen Leute auf dem Phonoverband draufgehetzt, also Musikindustrie. Da meinte damals in der Kopierschutzdiskussion der Sprecher von der IFB, dass er also eigentlich nie hört, dass es Probleme gibt mit Kopierschutz auf CDs. Und da dachten wir, ja, hier ist seine Telefonnummer, ruft mal an, wenn ihr mal Probleme habt. Nee, er hat selber gesagt, ich habe persönlich gesagt, jeder, der einen CD-Player hat, bei dem eine kopiergeschützte CD nicht läuft, der soll mir eine Mail schicken. Praktischerweise hatte er es damals aber Deutschlandradio Kultur erzählt und Deutschlandradio Kultur ist in der Regel alles als MP3 verfügbar und meistens, wenn man Glück hat, auch noch als Transkript, das heißt, man findet es und man kann es halt verwenden. Also ist halt ganz praktisch. Wir versuchen auch so viel wie möglich solche Beiträge zu verlinken, um einfach darauf aufmerksam zu machen, hey, hier ist super Audiomaterial, kann man mal gebrauchen für die Zukunft, weil wir auch immer hoffen, dass es noch ein bisschen mehr Remix-Kultur in Deutschland gibt und sich ein bisschen popkulturell kreativ so mit den Politikern-Aussagen mal auseinandergesetzt wird. Ja, das war eine andere Aktion, das haben wir im Chaos Computer Club zusammen gemacht, das war 2005. Ich habe leider jetzt nur die kleinen Bilder, da seht ihr Pinguine und das dahinter ist das Berliner Abgeordnetenhaus. Damals hatten wir Haushaltsdiskussionen in Berlin, Linux oder Windows XP und Microsoft war so die erste Firma, die eine Lobbyparty geschmissen hat im Abgeordnetenhaus. Natürlich nicht, um über Linux versus Windows XP zu diskutieren, sondern über ihr gesellschaftliches Engagement. Und wir dachten, Thema interessiert keinen, Haushaltsdebatte total dröge, Medien berichten nicht drüber, dann schicken wir doch mal Pinguine vorbei. Und hatten wir Kontakt zur Grünen Jugend und die hatten kurz vorher eine Das Eis schmilzt Aktion gemacht und hatten sich halt so Pinguine gebastelt und wir standen da tagsüber davor und machten halt das Bild und gaben eine Pressemitteilung raus, interessierte keinen. Und dann sind wir abends da auf diese Party durch den Hintereingang mit diesen Pinguin-Kostümen irgendwie von der Grünen-Fraktion reingelassen worden und ließen dann auf einmal die Pinguine da rumlaufen. Während wir auch gleichzeitig vorher so die ganze Veranstaltung live gestreamt haben, das war damals auch noch nicht so einfach, also 2005 gab es noch nicht so wirklich UMTS, also wir mussten erstmal irgendwie wo was organisieren. Auf jeden Fall, um ein bisschen Transparenz reinzubringen und wir machten halt die ganze Zeit Fotos von diesen Pinguinen und Microsoft dachte, das Problem kriegen sie bald mal gelöst, wenn wir halt weg sind, aber haben halt nicht gedacht, dass wir halt einerseits live auf Sendung gegangen sind, B, die Fotos auch schon über MMS live rausschicken und eigentlich auch nur, diese Bilder
erzeugen wollten. Das waren dann Alt-F4 und auf der anderen Rückseite Monokultur-Fähnchen. Die haben wir dann in das Buffet gesteckt. Passte auch ganz gut. Und dann sind wir rausgeschmissen worden. Und Microsoft dachte, okay, Problem gelöst. Aber am nächsten Morgen ging das halt überall durch die ganze Welt, in den ganzen Blogs und so weiter, so Microsoft, Pinguine auf Microsoft Party. Das hat in Berlin zumindest dafür gesorgt, dass halt aufgrund dieser Geschichte einerseits viele Medien angefangen haben, sich kritisch mit dem Engagement von Microsoft in der Stadt Berlin auseinanderzusetzen und auch über diese Diskussion Linux versus XP mal zu berichten und aus der drögen Haushaltsdebatte irgendwie rauszuholen. Aber naja, im Endeffekt, dank SPD haben wir jetzt weiter Microsoft. Ab und zu veröffentlichen wir auch mal Papiere, die uns zugeschickt werden. Das war so das erste Papier. Da hat das Innenministerium Fragen zur Online-Durchsuchung beantwortet. Und das war sehr lustig, was sie da geschrieben haben. Und wir dachten, es ist halt ganz gut, wenn es halt veröffentlicht wird. Beim Innenministerium kann man auch erwarten, dass sie eigentlich abmahnen. BKA-Gesetz war so der Running Gag, haben wir abwechselnd mit ccc.de veröffentlicht. Da muss man sich auch mal so vorstellen, eigentlich ist es ja ganz praktisch, wenn der informierte Bürger Zugriff hat auf aktuelle Gesetzesentwürfe. Aber es ist nicht so. Also irgendwann kriegt man dann doch Zugriff, aber dann ist eigentlich alles schon fast zu spät im parlamentarischen Alltag. Und im politischen Berlin funktioniert das eigentlich so, jeder, der die Entwürfe haben will und Connection hat, hat die. Also in der Regel alle Lobbyisten haben die ganzen Arbeitsentwürfe, teilweise noch bevor, also vor den anderen Politikern, teilweise je nachdem, wie gut man halt vernetzt ist. Also im Endeffekt, die Wirtschaftslobby und auch Sicherheitslobby und so weiter, die haben die Papiere, aber wir informierten Bürger haben sie nicht. Und ja, wir versuchen die dann immer zu bekommen und stellen sie halt online, von wegen bildet euch selbst eine Meinung zu Zeitpunkten, wo es halt noch Stellschrauben zu drehen gibt. Eine andere Sache, was wir immer machen, wenn es so Events gibt, wie Vorratsdatenspeicherung wird beschlossen oder Verfassungsgericht entscheidet über sonst irgendwas, dann versuchen wir das so viel wie möglich zu dokumentieren. Also eine Dokumentation von wegen, entweder sind wir vor Ort und bloggen mit oder bloggen darüber mit, was bei Bundestags-TV gerade live kommt, oder wir aggregieren die ganzen Stimmen dazu, was haben die einzelnen Politiker dazu gesagt, weil wo wurde was darüber berichtet, um halt ja quasi so eine Dokumentation der Ereignisse hinzubekommen, die so umfassend ist, wie es halt ja mit unseren Möglichkeiten geht. Was wir auch ganz gerne machen, was auch noch ein bisschen ausbaufähig ist, Livestreams aus dem Bundestag und so weiter schicken, weil da haben die auch noch nicht so viel Erfahrung. Eine Zeit lang wurde halt im Bundestag der zweite Korb diskutiert, Urheberrechtsreform, und das war immer äußerst bizarr. Also da saßen wir dann, hatten uns immer selbst eingeladen als zivilgesellschaftliche Vertreter und um uns rum 100 Lobbyisten, alle von der Rechteindustrie, und alle sitzen da mit ihren Papier und Blöcken und wir sitzen da mit unseren Computern, auch die einzigen Jungen so quasi. Und beim ersten Mal im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung haben wir halt festgestellt, da gibt es WLAN. Das war super. Haben wir erstmal angefangen, irgendwie live zu bloggen, bis uns dann einfiel, hier kann man auch einen Livestreamer raussenden. Und seitdem, jedes Mal, wenn da was stattfindet, also diese nicht öffentlichen Sitzungen, weil die sind nicht öffentlich, weil man möchte ja niemanden anderen dabei haben, schicken wir halt dann Livestreams raus. Im Bundestag habe ich auch schon öfters mal angefragt, es gibt nämlich verschiedene Ausschusssitzungen, Anhörungen und so weiter, die werden nicht live im Internet übertragen. Und dann habe ich auch meine vorgefertigte E-Mail, die ich dann immer irgendwie abschicke an den jeweiligen Sekretariat des Ausschusses, so von wegen, ja, ich komme gern mit meiner Kamera vorbei, ich nehme das auch gern auf und selbstverständlich stelle ich alles unter freie Lizenzen und ihnen entstehen keine Kosten und es wird immer abgelehnt. Das Lustige daran ist die Argumentation. Es wird abgelehnt, dass wir das halt quasi transparent machen und dokumentieren mit den Persönlichkeitsrechten der Sachverständigen. Das muss man sich vorstellen, das ist der Bundestag. Dort werden Experten über Demokratie, zu Fragen unserer Demokratie interviewt von den Politikern. Und ich bin der Meinung, das Interesse oder das, unser Recht auf Transparenz sollte höher wiegen als die Persönlichkeitsrechte von Sachverständigen, die da sind. Aber das ist so ein Running Gag. Manche werden halt gestreamt. Am kommenden Mittwoch kann man sich zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss die Anhörung zu Zensursula anschauen, aber die wird echt langweilig, weil die haben da so ein sehr
ein komisches Prozedere, kann ich nur empfehlen. Naja, auf jeden Fall, wir machen es einfach ansonsten und bisher hat sich noch keiner beschwert. Ja, von der Deutschen Bahn habe ich auch zuletzt mal ein Papier veröffentlicht. Das fanden die aber nicht so lustig wie das Innenministerium. Die haben mir nämlich eine Abmahnung geschickt und das war echt lustig. Man sitzt da halt, denkt so, naja gut, irgendwie am Wochenende habe ich da so ein Papier veröffentlicht, hat keinen interessiert. Und dann kommt irgendwie ein paar Tage später eine Abmahnung per Mail erstmal vorab. Und man denkt erstmal, ist das so, stimmt das so? Also schicken die mir tatsächlich eine Abmahnung? Und dann wusste ich halt nicht, was ich machen sollte. Und ich habe die Abmahnung erstmal geblockt, weil da stand halt drin, ja, sie haben 3 Tage Zeit, das runterzunehmen, sonst gibt es Probleme und warfen mir Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen vor. Und ich dachte, worum geht's? Ja, und habe erstmal das Ganze online gestellt, weil auch mit dem Ziel war, gut, wenn ich 3 Tage Zeit habe, das runterzunehmen, wenn ich das jetzt blogge, dann ist es eh 1 Stunde überall. Und ja, die haben dann halt 3 Tage lang durchgehalten und dann gab es die ganze Zeit so Presseberichte wie, das war Taz-Titelblatt, Blockwart Medorn, Bahnchef will kritische Internetberichte über den Spitzelskandal verbieten lassen. Das wurde immer besser und am 4. Tag haben sie halt aufgegeben. Was wir auch noch ganz gern machen, was ich gern mehr machen würde, wenn ich mehr Ressourcen hätte, irgendwie so umfassende Hintergrundartikel zu bestimmten Thematiken. Das war hier zu Digital Rights Management, inklusive langen Linklisten, worum geht's überhaupt, wo kann man sich weiter informieren, wer arbeitet dazu, ja. Aber es ist alles eine Ressourcenfrage. Vielleicht sollten wir es auch mal irgendwann in Richtung Wiki auslagern und alle mitmachen lassen. Das war noch so eine andere Aktion. Da hat der Wetterfrosch mal ein 10 Meter mal 2 Meter langes Banner gemalt. Und das nehmen wir jetzt immer mit, wenn irgendwas mit Musik ist in Berlin oder mit Medien. Das erste Mal hatten wir es auf der IFA mal gemacht. Es ist eine sehr lustige Aktionsform, weil man braucht eigentlich nur 3 Leute, um medienwirksam was zu machen. 2 müssen das Banner halten und einer muss die Fotos machen. Also früher, wenn Greenpeace irgendwelche Aktionen gemacht hat, hatten die immer das Problem, die mussten halt die Medien mitschleppen. Wenn die Medien nicht mitkamen, während sie gerade so einen Castor-Transport irgendwie blockierten, dann war es halt kein Ereignis. Ja, und wir haben halt heutzutage Kameras und müssen einfach nur die Bilder machen, ins Netz stellen und das verbreitet sich. Und für uns sind dann diese Sachen, das war hier Popcom 2008, war das eine Sache von 2 Stunden Arbeit. Mal kurz, also das Anstrengendste war, nach West-Berlin zu fahren, wo die Messe ist, wo man halt sonst nie hinfährt. Dann mal kurz rein, Banner hoch, Fotos gemacht. Praktischerweise war da noch gerade ein Tagesthemen-Kamerateam um die Ecke, haben wir dann mitgenommen, meinten, können Sie mal gleich mitkommen, ein paar lustige Bilder machen. Ja, und dann waren wir in Tagesthemen damit. Ja, wir haben noch 20 Minuten, na gut. Dann überspringe ich mal, weil Computer und so weiter kennt ihr alles, ne? Was auch immer ganz gut ist, was aber in Deutschland halt noch zu wenig gemacht wird, sind Remixe. Einer der besten politischen Remixe ist hier von Wolfgang Schäuble, wie er den biometrischen Pass erklärt. Das war damals super. Also das Originalvideo war super, weil wir uns gefreut, dass wir endlich mal Wolfgang Schäuble als MP4 auf den Seiten des Innenministeriums in guter Qualität bekommen. Und Spreeblick sind hingegangen und haben die Tonspur verändert. Also man sieht da, Wolfgang Schäuble erzählt was und erzählt auf einmal was ganz anderes. Redet von organisierten Verbrechen der Biometrieindustrie und solche Sachen. Und das hat sich viel besser verbreitet als alles andere. Also als das Originalvideo und so weiter. Und das war halt auch ganz klar, na, Innenministerium kann da nicht gegen vorgehen, ist halt Satire. Spreeblick ist auch kein unbekanntes Blog. Also ja, bleibt das drin. Im letzten Hamburger Wahlkampf gab es dann auch mal so eine kleine Sache, da hat dann die FDP einen Wahlkampfspot gemacht und der war sowas von bizarr, da gab es dann auch sofort einen Remix, da hat jemand das Ganze, also da hatten wir so einen alten Schauspieler, der erzählte irgendwie einem alten Politiker irgendwas, warum er FDP wählt und wer er ist und wie cool er ist. Und hat dann einer auch eine Pornosynchronisation drüber gelegt, wo halt dann der alte Schauspieler erzählt, in welchem Pornofilm er schon mitgespielt hat. Und, ich glaube, ich habe ein Backup. Ja, da hat die FDP natürlich reihenweise Abmahnungen verschickt. Das war auch keine so gute Idee. Es gab wieder schlechte Presse und so weiter. Aber es war so ein kleines Beispiel, ja, was erwartet uns im Wahlkampf. Und im Wahlkampf ist es halt ganz lustig, diese ganze Remix-Kultur. Früher hatten wir eigentlich nur die Möglichkeit, irgendwo lokal an einem Ort ein Poster zu verändern.
also Poster übermalen oder verschönern und so weiter. Das wurde aber auch nur dann begrenzt lokal wahrgenommen. Man musste halt an diesem Poster vorbeilaufen, sonst sah man das halt nicht. Und heutzutage ja, haben wir hier ein ganzes Fernsehstudio drin und das wird ein Problem für die Parteien. Wie gehen sie mit diesem Kontrollverlust um? Dass sie halt dann nicht mehr die Kontrolle drüber haben, wenn halt auf einmal ein 15-jähriger gelangweilter Mensch nach der Schule anfängt, irgendwie die Wahlwerbung umzudrehen und ins Gegenteil zu bringen und sich das halt viel weiter verbreitet durch YouTube und Blogs und so weiter und Twitter, als man das gerne hätte. Ja, die Petition kennt ihr alle. Das war jetzt so die aktuellste Form von, was kann man mit sozialen Medien anstellen. Die Petition ist letzte Woche oder vorletzte Woche Montag. Ja, auf jeden Fall, montags ist sie freigeschaltet worden. Dauert halt 2-3 Wochen, bis sie halt irgendwie quasi durch diese ganze Prozedere durch ist. Und ja, Montagmorgen war sie halt frei. Und das hat sich so schnell verbreitet, wie noch nie etwas in der deutschen Blogosphäre verbreitet hat. Also innerhalb von einer Stunde hatten das mehrere hundert Leute auf Twitter weitergeleitet. Das ist ja auch dann immer meistens nur so eine Arbeit von 2 Sekunden. Klick auf Retweet. Und man hat sofort Informationen in seine weiteren Kanäle reingeschleust. Und auch über Blogs gab es eine ganze Menge Berichte. Und so, dass halt innerhalb von 3,5 Tagen die magische Grenze von 50.000, die wir brauchten, schon erreicht worden ist. Das hat dazu geführt, dass halt das auch wiederum Medieninteresse irgendwie hervorgebracht hat und dass wir halt so ein bisschen diese ganze Zensursula-Debatte medial zumindest in der Öffentlichkeit drehen konnten. Weil bis dahin traute sich eigentlich keiner so wirklich gegen die von der Leyen-Pläne was zu sagen in der Politik, weil, naja, Kinderpornografie, da läuft man sofort in die gestellte Falle rein. Aber durch den öffentlichen Druck quasi konnten wir da jetzt auch die kritischen Stimmen ein bisschen stärken. Und das nächste Ziel muss halt sein, 100.000 zu erreichen. Es fehlen noch 7.000 Unterschriften. Im Optimalfall haben wir das bis Dienstag geschafft, weil am Mittwoch ist die Anhörung, das nächste mediale Großereignis rund um die Debatte. Und wenn wir diese 100.000 haben, dann berichten wieder die Medien drüber. Ja, und im Moment läuft das auch eigentlich ganz gut. Hier sehen wir an irgendeinem Uni-Gebäude, wie halt ja, die Petition verbreitet wird. Wir meinten halt irgendwann mal im Blogposting, ja, macht das mal, werdet kreativ. Und dann schickten uns die ersten Informationen. Ja, ich habe das hier mit irgendwie szenetypischen Abreißzetteln mit der URL und so weiter überall aufgehängt. Und hier sind die Vorlagen gut wieder ins Blog gestellt. Und dann haben andere das wieder ausgedruckt und mitgenommen und auch aufgehangen. Und das funktioniert halt eigentlich ganz gut so. Und nehmt euch dann ein Beispiel, wenn ihr an der Uni seid oder sonst irgendwie, kopiert das Ganze, tut es aufkleben, guckt euch an, wenn von der Leyen irgendwie bei euch in die Nähe kommt, zu Wahlkampfauftritten, dann kümmert euch drum, dass halt überall ihr Gesicht mit Zensursula zu sehen ist, weil wir gehört haben, mag sie das gar nicht. Und ist da persönlich betroffen von, dass sie als Zensursula betitelt wird. Und na gut, da muss man halt dann nochmal ein bisschen nachbohren, damit sie halt kapiert, dass es keine gute Idee war mit dem Gesetzvorschlag. Ja, auch ganz lustig, ich wollte es bei mir einbinden, aber es hat immer mein Design zerschossen. Außerdem habe ich schon den Schäuble rechts oben, dann noch links die von der Leyen. Der Ursula von der Leyen Fanclub, wo war das nochmal? vdl.odem.org. Ist auch so ein kleines JavaScript-Widget. Kann man einfach in sein Template reinbasteln und dann ja, kommen da immer so Sprüche von der Leyen. Und in der Extended Version kommen dann auch lauter irgendwie Hundebilder und so weiter. War ich auch erstmal geschockt, als mein ganzer Bildschirm voller Hundebilder war. Ja, aber das sind auch so Sachen, also sehr, sehr schönes Beispiel, wie man halt mit, ja, wenn man halt skripten kann, auch uns politisch unterstützen kann. Weil, ja, sowas können wir nicht, aber brauchen wir immer. Ja, und hier noch so ein kurzes Beispiel, wie sich Zensursula quasi als Memgrad weiterentwickelt. Das war halt, da wollte ich einen Screenshot machen, da diskutierte der Bundestag auch gerade über Zensursula und da gab es halt hunderte oder tausende Tweets innerhalb von einer Stunde. Und ja, das war so als kleiner Überblick. Na gut, das war jetzt so ein kleiner Überblick. Ach, Ralf wollte auch noch was sagen. Ich gebe mal an Ralf weiter. Ja, ich bin da eigentlich nur quasi zufällig und spontan hier gelandet, weil irgendwie saßen wir vorhin zusammen draußen und ich dachte so, Markus, soll ich mich dazusetzen? Ich bin ja auch Autor und Markus dann, ja, muss ich nicht die ganze Stunde reden. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz ergänzen,
wie das so sozusagen intern bei uns funktioniert. Ne? Also viele Leute denken irgendwie inzwischen Netzpolitik.org ist eine NGO oder sowas, ist alles nicht, ist im Prinzip einfach nur diese WordPress-Plattform und ein paar Leute, die Autorenrechte haben, mehr nicht. Und es gibt in der Regel auch keine Absprachen zwischen uns. Klar, wir sind natürlich ständig im Kontakt über alles Mögliche, aber wir sprechen uns in der Regel nicht ab, bevor irgendwas ins Blog geschmissen wird. Da kommt dann immer sozusagen, wer halt als erster über was schreibt, der hat halt den Text dann und der andere braucht es nicht mehr zu machen. Und du hast halt, glaube ich, so die Policy, dass du einfach, wenn du Leuten vertraust und denkst, die können einigermaßen schreiben und vernünftiges Zeugs bloggen, dass du denen einfach einen Account gibst. Ne? Und das ist inzwischen so, dass ich zum Beispiel nicht mehr weiß, wer alles überhaupt Autor ist bei Netzpolitik. Ne? Wir haben auch irgendwie ein jährliches Redaktionstreffen oder so. Wollen wir jetzt mal machen demnächst, das steht irgendwie mal an. Aber das ist sozusagen minimalster bürokratischer Overhead. Ne? Einfach die Plattform, Schreibrechte und dann macht halt. Und das hat auch bisher ziemlich gut funktioniert. Das vielleicht auch so für die Hintergründe. Ja, Fragen, Kommentare, Fanbekundungen. Naja, Erfolgsquote ist beim Thema wie Netzpolitik. Was ist die Erfolgsquote oder was? Wie können wir sehen, ob wir was erreicht haben? Also im Bereich Netzpolitik ist es halt ja eher immer so absehbar, nächsten 10, 20 Jahre ein Rennen gegen Windmühlen. Also man hat mit Politikern zu tun, die überhaupt gar nicht wissen, worum es geht. Und wo man dann aber auch sofort, Internet will ich nichts mit zu tun haben. Und Internet ist in der Regel auch dann immer Verhandlungsmasse. Also es wird dann immer gegen irgendwas verhandelt, gegen was, was man als Politiker eher haben möchte. Also insofern ist es halt eher schwierig, zumal wir halt auch nicht so die Ressourcen haben und in der Regel gegen fette Industrielobbys vorgehen, die einfach Unmengen Geldressourcen und Lobbyressourcen haben, um halt quasi die Gegenposition zu machen. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo halt diese ganze Vernetzung sehr gut klappt. Also auf EU-Ebene haben wir erst kürzlich das Telekom-Paket blockiert aus den Blogs heraus, zusammen mit La Quadrature du Net aus Frankreich und der Open Rights Group aus Großbritannien. Da ist jetzt die komplette EU-Telekommunikationsregulierung auf mindestens ein halbes Jahr wahrscheinlich einfach mal blockiert, weil wir so viel Druck ausgeübt haben, dass dir das Parlament sagt, sie wollen keine Internetsperrungen da drin haben. Solche Erfolge sind das dann vielleicht. Ansonsten ist halt unsere Arbeit auch eher informieren, Menschen auch aktivieren, die mitlesen, dass halt alle nicht irgendwie total denken, wir leben jetzt in einer Hunter und morgen wird hier eine Diktatur eingeführt und sonst wie alles scheiße, sondern dass wir halt sagen, hey, okay, Demokratie lebt vom Mitmachen. Wir haben halt das Problem, dass halt zu wenig Leute Ahnung von Internet haben, aber dann ihr habt Ahnung, mischt euch ein und hier sind ein paar hilfreiche Tipps, dann fühlt man sich meistens besser. Ansonsten, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist halt Agenda-Setting. Also Agenda-Setting in Richtung Medien. Dass halt sehr viele Medien uns beobachten, um halt Trends zu sehen oder auf Artikel oder Ideen für Artikel kommen und dann anfangen, irgendwie in ihren Medien darüber zu berichten. Also quasi so ein Vorfilter zu sein. Vor ein paar Jahren haben kaum Medien über Netzpolitik berichtet, weil kannte sich keiner mit aus. Und mittlerweile gibt es halt in vielen Redaktionen junge Menschen, die halt ein Interesse daran haben und auch dann versuchen, das über ihre Kanäle zu machen. Und das ist sehr wichtig, um Politiker zu erreichen. Also die lesen selbst nicht meinen Blog, aber die lesen dann die Süddeutsche, die halt ähnlich dann über solche Themen schreibt. Ja, also ist immer so ein bisschen die Frage, glaube ich, wie man Erfolg da misst. Ne? Also Max hat sicher recht, ein Erfolg für uns ist schon, wenn wir einfach Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen bringen. Also jetzt beim Beispiel mit der Pinguin-Aktion einfach plötzlich die Leute im Berliner Abgeordnetenhaus erstmal anfangen, darüber nachzudenken, wollen wir jetzt hier weiterhin Windows oder doch mal auf Linux umsteigen. Dass wir sozusagen als einzelnes Blog oder so jetzt irgendwelche Gesetzesvorhaben verhindern könnten, das wäre, glaube ich, ziemlich naiv, sowas anzunehmen. Aber wir sind ja auch nicht allein. Ne? Das ist ja sozusagen ein Blog, ein Element, ein paar Leute innerhalb von einer ganz großen Community, von ganz vielen Leuten, die halt auch sehr viel machen. Insofern ist das immer dann so ein bisschen schwer zu sagen. Also wenn jetzt, was weiß ich, das im BSI-Gesetz zum Beispiel im aktuellen Entwurf die Vorratsdatenspeicherung für Webanbieter wieder rausgestrichen wurde, ist das unser Verdienst, das Verdienst vom AK-Vorrat oder Verdienst der ganzen Blogosphäre oder vielleicht nur ein Verdienst von ein paar Leuten, die da die richtigen Abgeordneten angesprochen haben? Ist immer schwierig. Ne? Aber ich glaube,
Der größte Erfolg für uns ist immer, wenn wir merken, die Themen werden aufgegriffen und verbreiten sich weiter und landen dann eben auch in den klassischen Medien. Okay, hier vorne war was? Definier mal, wie groß ist eure Reichweite? Im Moment sind es 30.000 Besucher am Tag. Ja, ich kann nicht, also ich weiß nicht, wie viele über RSS kommen und wie viele andere, aber wir haben so 30.000 Besucher am Tag und 100.000 Page Impressions. Also Page Impressions werden dann wahrscheinlich viele, genau wie ich, die ganze Zeit RSS-Feeds updaten und dann bin ich da bei den Page Impressions wahrscheinlich schon irgendwie ein paar hundert. Ja, also im Moment ist er halt. Also eigentlich immer ein bisschen frustrierend aus Blogger-Sicht. Man warnt jahrelang vor irgendwelchen Gesetzesvorhaben und keiner hört zu. Und dann ist irgendwie fast alles zu spät und dann fangen alle darüber an zu berichten. Vorratsdatenspeicherung war ein Running Gag. Auf EU-Ebene wollte es keiner hören. Auf einmal ist es auf EU-Ebene durch, also quasi nicht mehr zu verhindern. Und alle so, oh, wir haben ein Problem, jetzt müssen wir unbedingt mal was dagegen machen. Jetzt mit Netzzensur ist gerade noch so der richtige Zeitpunkt erwischt worden, so, ne, dass es halt jetzt auf einmal das Interesse steigt, aber also halt in den Kommentaren merke ich auch gerade, wenn ich über Netzzensur schreibe, ganz viele Kommentare. Wenn ich über andere Themen schreibe, die eigentlich fast noch wichtiger sind, weil hat noch keiner auf dem Schirm, kann man noch was verändern, keine Kommentare. Nee, also ich messe Erfolg, ja, keine Ahnung, wie ich messe Erfolg so nicht. Also durch diese Deutsche Bahn-Sache habe ich jetzt ein Gutachten von einem Anwalt geschrieben bekommen, der halt der Meinung ist, das, was ich da tue, ist von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt. Ja, also fand ich auch beruhigend zu wissen. Also es war mir eigentlich schon immer klar, dass ich halt dieselben Rechte haben will. Ne? Aber wie so ein Journalist, warum nur, weil der so einen Ausweis hat, warum soll der mehr Rechte haben? Aber ja, also ich. Wenn jemand mal Probleme hat wegen Abmahnungen und so weiter und nicht irgendwelche Fehler gemacht hat von wegen Beleidigungen oder sonst irgendwie, dann wir haben dann Gutachten, das sagt, wenn ihr journalistisch da irgendwie arbeitet, dann habt ihr Pressefreiheitsrechte. Also ist online. Ja, schwierig. Ich weiß auch nie, was ich sagen soll. Also eigentlich habe ich einen anderen Beruf, aber mittlerweile ist das eigentlich so mein Hauptjob. Ich habe halt mal New Thinking mitgegründet, eine Firma. Und das war eigentlich so parallel, als ich auch Netzpolitik so 2004 rum dann angefangen habe. Und ja, mittlerweile ist das eigentlich mein Hauptjob. Und ich kann das dann immer bei New Thinking irgendwie so erklären. Na gut, darüber werden dann Kunden auf uns aufmerksam und deswegen kann ich legitimieren, dass halt mein ja, quasi Gehalt dafür gezahlt wird, dass ich den ganzen Tag Blogge und Politik mache. Und ja. Nee, also wir nennen das selbst Agentur für Open Source Strategien. Also wir arbeiten, ein Teil von uns baut Plattformen, hauptsächlich für Organisationen, NGOs, Community-Plattformen oder Webseiten oder sonstige Sachen. Ein anderer Teil macht Politikberatung rund um digitale Gesellschaft. Also zum Beispiel haben wir einen Schwerpunkt auf Linux und Entwicklungsländern und unterstützen da Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen wie Invent und GDZ in der Projektkoordination, irgendwie afrikanische Communities zusammenbringen und so weiter. Ja, steht auf der Webseite von New Thinking, also vom Deutschen Bundestag. Da Technologiefolgeabschätzungsbüro Studien zu gemacht über Greenpeace, Verdi, Sun Microsystems, IBM. Also ich dokumentiere das immer, um mir nicht vorwerfen zu lassen, ich wäre da intransparent oder sonst irgendwie, steht auch überall drin. Ja. Ja, die anderen, die bei Netzpolitik schreiben, haben in der Regel normale Jobs. Also ich bin an der Uni, forsche da auch zu Netzpolitik-Themen zum Glück, deswegen kann ich das gut verbinden, aber das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum Markus viel mehr schreibt als die ganzen anderen. Wir haben halt einfach irgendwie noch einen normalen Job und müssen da viel Zeit reinstecken. Ich meine, als Markus jetzt im Urlaub war, 3 Wochen, da habe ich dann auch mehr geschrieben, was dann zur Folge hatte, dass ich direkt Stress mit meinem Chef kriegte wegen einer verrissenen Deadline und so, aber das muss dann halt auch mal sein. Danke.
Da das keine Frage war, wiederhole ich das jetzt nicht ins Mikro. Hier vorne war irgendwo was. Ah, ja, danke. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, es gibt, also es ist immer, wir überlegen immer, wie kann man noch mehr Leute einbinden. Das ist natürlich schwierig so, wegen, also Schreibrechte kriegen nur Leute, denen ich vertraue, weil die Regel ist halt, block nichts, was ich nicht auch blocken würde. Und das ist halt die einzige Regel. Aber wir machen uns halt Gedanken, okay, wie kann man jetzt mehr Menschen einbinden? Aber man kann halt alleine, wenn wir sagen, hey, da gibt es ein Problem, werdet kreativ, indem man einfach kreativ wird, sich einbringen, indem man halt dann vielleicht Ideen hat. Die einen haben Ideen, die können sie in Kommentare reinschreiben, andere fangen an, Briefe zu schreiben an Politiker, schicken uns die wiederum, die können wir dann wiederum anderen zur Verfügung stellen. Das sind Möglichkeiten mitzumachen, zu bloggen sind Möglichkeiten mitzumachen, also auf eigenen Blogs, um halt quasi die Netzwerke, die da draußen sind, größer werden zu lassen. Ja. Ansonsten, ja, wenn das Wiki mal wieder richtig läuft, irgendwie macht das Media-Wiki, ist total langsam geworden, dann kann man natürlich auch im Wiki mitmachen und mal mehr mitdokumentieren über die ganzen Themen. Ja, ich würde eigentlich gern von euch mal hören, was für eine Art von Texten ihr vielleicht noch mehr haben wollt oder weniger oder sowas. Wir haben ja viel sozusagen Linkschleuder, aktuelle Berichterstattung, was irgendwie so bei Heise und überall irgendwie berichtet wird, versuchen wir auch so sozusagen im Sinne der Chronistenpflicht irgendwie einigermaßen umfassend aufzugreifen und da auch reinzuschmeißen. Wir haben natürlich dann auch viel eigenen Content, der aber einfach immer viel aufwendiger ist zu erstellen. Wir haben dann manchmal, wenn es irgendwie sich ergibt und ich mal wieder am Nachmittag Zeit habe und mir ein paar Gedanken machen kann, irgendwie auch mal so längere Texte. Wir versuchen so Entwicklungen ein bisschen mehr zu reflektieren, also quasi so die Feuilleton-Abteilung, ne? Den Kampf der Kulturen, letztens habt ihr vielleicht gelesen. Also so, da würde ich einfach von euch gerne mal hören, was fehlt euch da vielleicht noch ein bisschen? Wovon würdet ihr gerne mehr lesen oder so? Oder wovon habt ihr zu viel? Wenn ihr sagt, irgendwie Fefe und Heise lesen wir eh alle, die Links könnt ihr euch sparen. Können wir uns da auch selbst sagen, Arbeit sparen? Ich weiß nicht. Das ist halt, also wie ich eben bei Twitter schon meinte, das Nachteil ist halt die Echtzeitkommunikation. Wenn ich einen Artikel über Twitter verschicke, dann ist der in 2 Tagen irgendwo im Datennirvana verschwunden. Wenn ich ihn aber blogge, dann ist er halt immer noch lesbar für die Leute, die 3 Tage später ins Blog kommen und vor allen Dingen ist auch im Archiv drin. Also deswegen, ja, ist mir schon bewusst, dass man dann teilweise dieselben Informationen über die verschiedenen Wege bekommt, dass es eigentlich auch ein bisschen Informationsmüll dann wird, aber habe ich auch noch keine andere Lösung für gefunden. Da haben wir schon öfters mit rumexperimentiert, hat Vor- und Nachteile. Ich habe eigentlich doch, bringe ich dann trotzdem immer noch Teilzitate aus den Artikeln, weil, also so Quotierungen so quasi, um es halt einfach im Archiv zu haben. Also da ist halt viel besser, wenn ich dann quasi auf was zugreifen kann in meinem Archiv, wenn ich nach was recherchiere, als wenn da nur ein Link steht. Also das ist halt der Grund, warum ich das selten so mache. Auf Twitter oder im Blog?
Also, dass wir immer dazu schreiben, warum ist halt dieser Link interessant und nicht nur einfach, hier ist ein Link, dass er das ganz gerne hätte, ja, da sehe ich halt auch so. Aber wir müssen Schluss machen, ne? Was gibt's denn jetzt hier? Was? Ah, okay. Ja, dann machen wir Schluss und gehen wir ins Hack Center Bier trinken. Ja, dann viel Spaß noch.